Herzlich willkommen bei der LinkedIn-Show mit Datenschmutz, die 16. Ausgabe, das 6. LinkedIn Live. Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit euch eine Premiere feiern zu dürfen. Ich begrüße den ersten Studiogast bei mir. Und das ist Dr. Natalia Wichowski, die bekannteste Personal Branding und LinkedIn-Expertin schlechthin. Sie macht fantastische Lives, sie produziert sehr, sehr hörenswerte Podcasts. Sie gibt auch in ihrem Newsfeed wahnsinnig hilfreiche Tipps. Kurz gesagt, jemand, dem man unbedingt folgen möchte. Und wir haben uns ausführlich unterhalten über Natalias Werdegang und Biografie, über ihr Coach-Salting, die Services, die sie ihren Kunden anbietet. Wir haben spekuliert über die Zukunft von LinkedIn, über Social Selling gesprochen und auch uns ausführlich über das Thema Work-Life-Balance, New Work und Unternehmertum unterhalten. Freuen Sie sich auf ein spannendes Interview mit einer großartigen Expertin und damit herzlich willkommen, Natalia. Dr. Natalia Wichowski, die hier die bei meinem Live-Videos zusehen, denen muss ich Natalia nicht vorstellen, ihr kennt sie ganz sicher, ihr Brand Think Natalia, sie ist eine der bekanntesten Personal Branding Beraterinnen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie bei der Interviewpremiere von der LinkedIn-Show mein erster Live-Gast ist. Hallo Natalia, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Richie, und herzlichen Glückwunsch zu deiner Show. Dankeschön, ja, ich habe ja viel von dir gelernt. Du warst um einiges vor mir dran mit den LinkedIn-Lives und die sind wirklich ein Hammer. Du hast vor kurzem deinen ersten LinkedIn-Learning-Kurs veröffentlicht zum Thema Personal Branding, wo du auch einiges über dich selber erzählst. Den Kurs, ich habe ihn schon ein paar Mal empfohlen, das kann man gar nicht oft genug sagen. Man braucht auch keinen Premium-Account, der ist für alle LinkedIn-Nutzer kostenlos verfügbar. Wer sich den nicht ansieht, ist selber schuld. Ich möchte zu Beginn einige Jährchen zurückgehen. Ich habe mir natürlich nochmal heute deinen CV angesehen. Du warst mal Library Manager in Abu Dhabi. Jupp. Ich glaube, du hast ja Philosophie studiert, oder? Genau, ja. Also Sozialwissenschaften mit dem Fokus auf Sozialisation und Kommunikation. Dann habe ich einen Diplomabschluss und dann habe ich einen Doktor der Philosophie hinterhergehängt. Wo hast du studiert? In Hannover. Genau, ich hatte das nämlich so im Kopf in Deutschland. Wie bist du nach Abu Dhabi gekommen oder hast du Connections irgendwie in den arabischen Raum? Ja, also bei mir war das so, während des Studiums ist mir von mehreren Leuten gesagt worden, Natalia, du brauchst unbedingt internationale Erfahrung. Du musst in irgendein Land, wo du Englisch sprechen musst, denn wenn du es langfristig schaffen möchtest, was auch immer das heißt, dann brauchst du internationale Erfahrung. So, und ich konnte das nicht während meines Studiums machen, weil ich auf dem höchsten Niveau meiner Tanzkarriere war. Also ich habe studiert und habe parallel dazu getanzt, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ich wusste, dass wenn ich auf einmal nur für den Lebenslauf lebe und meine Tanzkarriere an den Nagel hänge, um ins Ausland zu gehen oder eine Hochverschuldung zurückzukommen, werde ich mich hassen, wenn ich 40 oder 50 bin. Und deswegen habe ich gesagt, hier Universum, hör mal zu, ich mache da so einen Deal. Ich hätte gerne der erste Job nach dem Studium, der sollte im Ausland sein. Und mein damaliger bester Freund, / Lebensabschnittsgefährte, hatte die Möglichkeit, in die Emirate zu gehen, hat dort einen Job bekommen und meinte relativ kurz danach, du, wir haben da so ein paar Vakanzen, die können wir nicht so richtig füllen, schau dir das doch mal an und wenn du sagst, irgendwas dazu passt, dann bewirb dich doch. Und Hoppenladen, dann, boom. Und Tanzkarriere, dann das war mir komplett neu. War das, hast du das richtig verstanden, Ballett, klassischer Tanz oder was hast du da gemacht? Nee, das nennt sich Disco Dancing. Es ist Musik von 140 Beats per Minute. Ja. Und am leichtesten darzustellen ist es, wenn man sich zum Beispiel so ein Madonna-Konzert oder ein Justin Timberlake-Konzert anschaut. Das, was die Backs habe ich im Vordergrund gemacht. Als Solistin in einer großen Formation. Ich hatte eine Small Group, habe dort auch Choreografie erstellt, war Trainerin. Tanzen ist mein Ding. Und kleiner Teaser, ab nächstes Jahr geht schon, wie man das kombiniert mit dem, was ich jetzt mache. Hm. Oh, wow. Ich wollte nämlich gerade fragen, also ganz offensichtlich, du hast ja gesagt, ist mein Ding, das spielt immer noch eine große Rolle in deinem Leben. Ja, dann bin ich ja sehr gespannt. Ja, und du warst dann in Abu Dhabi und danach ging es dann wieder nach Deutschland, oder? Zu deinem Corporate Job, den du auch öfter erwähnt hast, wo du dann im Marketing gearbeitet hast, eigentlich. Ganz klassisch, nee, oder? Nee. Das war dann in Dubai. Also ich habe angefangen in Dubai. Okay. Mhm. Also ich habe
Al-Ain angefangen, gibt es drei große Städte, Al-Ain, Abu Dhabi und Dubai. Al-Ain und Abu Dhabi sind im Emirat Abu Dhabi und Dubai ist in Dubai. Also es ist ein Emirat und es ist die Stadt. Ich habe erstmal 3,5 Jahre, glaube ich, in Abu Dhabi gearbeitet und dann hatte ich die Chance, entweder nach Deutschland zurückzugehen oder aber mir was in Dubai zu suchen. Es ist in Schäfer gearbeitet als Marketingmanager für den Nahen Osten und Nordafrika. Und das habe ich 2,5 Jahre gemacht, genau, ja. Okay. Und das war also eigentlich ein klassischer Marketingjob, aber du hattest zu der Zeit, nehme ich an, da auch schon viel mit Online-Marketing zu tun, vermutlich. Oder eher im klassischen Bereich. Das war ein Mittelding. Also es war B2B-Marketing, weil es im Bereich Logistik und Supply Chain war. Aber bereits damals haben die Leute festgestellt, die Headquarters von uns waren in Singapur, dass auch SSI Schäfer international sehr viel moderner werden muss. Das heißt, wir fingen an mit einem Blog, Social Media postet und ich war total fasziniert davon und dachte wirklich, wow, was ist ein Hashtag? Wow, was ist Twitter? Wie funktioniert Bloggen? Ich fand das großartig, war total fasziniert davon, hatte aber da noch nicht so die Synapse oder den Kontakt dazu, dass ich das irgendwann mal selbst beruflich machen würde. So, Gab es da einen konkreten Auslöser oder war das dann so ein Prozess über längere Zeit, bis das klar war für dich? Prozess über eine längere Zeit. Also bei mir im Alter von 29 hat es dann so Klick gemacht, dahingehend, dass ich festgestellt habe, wow, alle Leute sagen, du bist so erfolgreich und du lebst ja dann. Persönlich, ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ich hasse dich, ich finde dich ätzend, ich hasse mein Leben. Und habe dann irgendwann festgestellt, naja, vielleicht anstatt irgendwie permanent Opfer zu spielen und zu sagen, ja, wahrscheinlich habe ich nichts Besseres verdient, Gott bestraft mich. Vielleicht ist das ja nicht so der Fall und vielleicht kann man das ja irgendwie ändern. Und nachdem ich dann irgendwie 2-mal im Monat im Krankenhaus gelandet bin und mir Ärzte gesagt haben, was auch immer Sie da tun, Frau Wiechowski, hören Sie auf damit, denn wenn das so weitergeht, wird es chronisch und dann kriegen Sie Krebs und dann sterben Sie. Und ich dachte, okay, cool, mal schauen. Habe dann aus meinem Job gekündigt. Und habe mich dann neu erfunden. Also innerhalb von 9 Monaten habe ich mich neu erfunden, habe eine Menge gelesen, habe angefangen zu meditieren und habe angefangen, Biografien von Internet-Experten, Speakern, Autoren und Athleten zu lesen. Viele von denen kamen aus Nordamerika und dort wurde mir klar, dass diese Leute Social Media als eine Plattform nutzen, um ihre Message zu teilen. Und dass das eine Menge Innenarbeit ist, die wir brauchen, wenn wir erfolgreich sein möchten. Aber auch, dass wir müssen wissen, wie man sich selbst vermarktet. Und Social Media ist einfach eine sensationelle Plattform dafür. Das war dann der Moment, an dem ich sagte, jo, okay, ich muss offensichtlich auch auf Social Media aktiv werden. Und LinkedIn war die beste Plattform. Ja, ich glaube, du hast auch erwähnt im Kurs, du hast ja auch Instagram, oder du hast natürlich noch einen Account, aber es ist auch nicht dein Schwerpunkt, logischerweise, du hast Personal Branding. Ich glaube, über LinkedIn, dass ich sehe, quasi Eulen nach Athen tragen, wenn wir beide uns darüber unterhalten, dass es eine fantastische Plattform ist. Weil du, im Dachraum explodiert das gerade. Ich glaube, bei dir, du hast auch mehr internationale Klienten, da ist das sicherlich schon ein bisschen voraus, sozusagen. Eine sehr spannende Biografie. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es um das Thema Beratung, Consulting oder Coach-Sulting, wie Natalia das nennt. Wie arbeitet sie mit ihren Kunden? Was tut sie für sie? Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Heute bei mir zu Gast in der LinkedIn-Show mit Datenschmutz, Dr. Natalia Wiechowski. Think Natalia. Ich glaube, bei LinkedIn bleiben. Du hast vor kurzem eben einen Personal Branding Kurs aufgenommen und ich glaube, du warst auch in Graz, oder? Da hat ja LinkedIn die Aufnahmestudios und ich habe mir natürlich auch am Ende das Making-of sozusagen angesehen, was du vorher gepostet hast. Wie war denn das das Aufnehmen? Für dich nicht so ungewohnt, jetzt gerade vor der Kamera zu stehen, aber das wirkt halt wahnsinnig professionell in Fernsehstudio-Qualität. Ja, also das Team in Graz ist sensationell. Also da kommen wirklich Leute von überall auf dem Planeten hin, um ihre Kurse zu filmen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass alle englischsprachigen Filme in Kalifornien gedreht werden und alles andere an LinkedIn Learning, also sei es nun Französisch oder Spanisch oder Japanisch, wird in Graz gedreht. Und dann haben sie
drei große Studios mit Greenscreen und mit allem drum und dran, mit der tollsten Ausrüstung und Kamera und Teleprompter. Also wenn du gerne vor der Kamera stehst, ist das Equipment, was LinkedIn hat, ein Raum. Und ja, das Team ist einfach super geil drauf. Wir haben eine Menge rumgeblödelt und rumgelacht und hatten eine Menge Spaß. Und ich glaube, der Kurs, der zeigt das eben auch. Also wir haben sehr viel im Voraus gearbeitet, die Skripte ausgearbeitet, das 10.000 Mal korrigiert und ja, sichergestellt, dass das wirklich einen riesen Mehrwert schafft. Und oh, meines Erachtens ist das sehr gut angekommen. Also ich meine, der Kurs ist innerhalb von einer Woche, hat er dieses kleine blaue Häkchen beliebt im LinkedIn Learning, ja, in der LinkedIn Learning Bibliothek gehabt. Und also ich habe mich einen Keks gefreut, habe wahnsinnig viele positive Nachrichten, right? Also war toll, total also toll. Also war irgendwie, ich meine, was dauert, ich glaube, so 1,5 Stunden sind das, oder? Alles in allem, die Inhalte lernt man sonst an einem Tag nicht und das ist noch mordsunterhaltsam. Also das ist halt so bam, 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 jeder 2-Minuten-Clip. Ja, nichts dazu zu sagen, kann man nur zustimmen. Natürlich Danke. Muss ich dich fragen, auch von wegen blauen Häkchen und so weiter, das war jetzt nicht dein erster und letzter Kurs, hoffentlich, oder? Nee, das war der erste, aber ich bereite mich gerade vor. Es sind schon 2 weitere Kurse in Planung. Und ich glaube, Ende der Woche habe ich wieder einen Call mit LinkedIn in Graz. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht oder gehen wird. Ich bin ein bisschen vertraulich, deswegen möchte ich auch das Thema gar nicht nennen, aber es sind 2 sehr, sehr spannende Themen. Und ja, sobald ich mehr darüber sprechen darf oder sobald es irgendwie Neuigkeiten gibt, werde ich das auf jeden Fall auch auf LinkedIn teilen. Ich habe deine Webseite besucht. Du machst Nona-Keynotes, selbstverständlich, das kann jeder, der den Kurs ansieht, auch sehr gut vorstellen, dass du eine sehr charismatische Sprecherin auf der Bühne bist. Aber das, was du an Beratung anbietest, das nennst du Coach-Salting. Mhm. Was ist das? Was für ein Konzept steht da dahinter? Also ich bin nicht der typische oder klassische Coach, also jemand, der permanent Fragen stellt und Leute zu ihrem Ziel hinführt. Also für mich, der klassische Coach oder Coaching, wie ich es verstehe, ist, du hast die Fragen und der Kunde hat die Antwort. Das heißt, du musst fragen und weiter 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 fragen. Dazu bin ich nicht so geduldig und ich habe auch wahnsinnig viel Erfahrung und Leute fragen mich regelmäßig nach einer Meinung. Und das ist für mich dann mehr Beratung. Und ich dachte mir, beide Konzepte sind wahnsinnig wertvoll, sie sind sehr spannend. Wie kann ich das zusammenführen? Und ich habe eben ein Personal Branding auf LinkedIn Gruppencoaching auf die Beine gestellt und das geht durch unterschiedliche Phasen. Also am Anfang gibt es so das klassische Consulting, wo ich eine Stunde in die Kamera schaue und meinen Kunden alles erzähle zum Thema, was weiß ich was, wie schreibe ich einen Artikel auf LinkedIn oder wie filme ich mein erstes Video oder wie schärfe ich mein Profil. Also für Modul gibt es dann jeweils eine Stunde Video, das ist der Consulting-Teil. Dann kriegen Sie Hausaufgaben, ein Worksheet und das ist dann der Coaching-Time. Da teile ich 12 bis 20 Fragen mit Ihnen und dann müssen Sie, basierend auf was Sie gelernt haben, eben Entscheidungen für sich fällen und ja, die Fragen beantworten und dann eben auch umsetzen. Und dann am Ende gibt es einen Gruppencall. In dem Gruppencall können meine Klienten dann nochmal Fragen stellen und eben auch Accountability-Partner in der Gruppe finden, so dass sie wirklich Dinge auch umsetzen und dass man sich gegenseitig motiviert und pusht. Ich habe ein paar von den Feedbacks gesehen von Leuten, die bei dir teilgenommen haben. Das, ja. In welchem Zeitraum spielt sich das so in etwa ab? Das sind 8 Wochen. Acht Wochen ist für mich so der perfekte Zeitraum. Da kann man eine Menge lernen zum Thema Personal Branding und LinkedIn. Mhm. Bei mir ist das Thema oder die Grundidee, wie nutze ich LinkedIn als meine Kernmarketing- und Vertriebsplattform und wie ziehe ich über Personal Branding eben eine Strategie auf, die Leads generiert, die mein Netzwerk erweitert, die mich zur Content-Maschine werden lässt und die mir die richtigen Leute in mein Leben zieht. So. Mhm. Wenn ich diese 8 Wochen machen möchte und maximal profitieren von einem Kurs, wie viel Zeit muss ich in diesen 8 Wochen investieren pro Tag? Ich sage immer, 9 Stunden in der Woche sind sehr realistisch. Also wenn du vielleicht 1,5 Stunden pro Tag in das Ganze investieren könntest, wäre super. Weil es fängt halt eben wirklich an mit bei LinkedIn einloggen und schauen, wer hat mir eine Kontaktanfrage geschickt und
und musst dich auch akzeptieren oder ignorieren. Dann musst du durch die Nachrichten, musst dich durcharbeiten. Dann musst du schauen, was Leute, also wo sie kommentiert haben, wo sie dich getaggt haben. Dann musst du deinen eigenen Content hochladen und dann mit dem engagen. Dann musst du dein Netzwerk strategisch erweitern. Dann gibt es wahrscheinlich auch bestimmte Dinge, die du erst einmal erarbeiten musst, weil du ganz am Anfang bist einer Personal Brand. Das heißt, du brauchst ein Logo, du brauchst vielleicht sowas wie ein Image-Video, dafür musst du das Skript schreiben. Und am Anfang ist es halt wirklich eine Menge Aufbauarbeit, aber ich sage, wenn du eine Stunde hast pro Tag, sehr, sehr gut. Fangen wir erstmal damit an. Hammer. Und ist das immer sozusagen, startet das immer wieder neu oder kann man da auch laufend jederzeit einsteigen? Oder ist das immer so in Gruppen quasi eingeteilt mit einem fixen Startdatum? Also, Leute können immer kommen und gehen, wann sie möchten. Also gehen erst nach 8 Wochen, um ehrlich zu sein. Aber kommen oder joinen, wann auch immer sie möchten. Es ist ganz häufig so, dass ich mit Leuten telefoniere und sage, die sagen, ja, ist total super, aber die nächsten 2 Wochen sind noch busy und so. Mhm. Kann ich nicht in 2 Wochen hinzukommen? Ich sage, klar, aber stell sicher, dass du in diesen 2 Wochen dann auch da bist, denn jeden Tag, den du nicht in deine Personal Brand investierst, ist halt ein vergeudeter Tag. Wer weiß, welche Leute dich hätten sehen können, wer weiß, welche Business Opportunity in dein Leben gekommen, wer weiß, welchen Freund oder Freundin du hättest kennenlernen können, einfach nur, weil du dich auf LinkedIn eingeloggt hast, weil du ein bisschen Mehrwert geteilt hast, beziehungsweise in Gesprächen aktiv warst. Coach Salting, eine sehr, sehr spannende Methode, sicherlich eine grandiose Trainerin und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Resultate sich auch in sehr kurzer Zeit einstellen. Sorry, vorhin wegen der Tonprobleme, Elgato hat eine neue Stream Deck Version rausgebracht und ja, in meinem fortgeschrittenen Alter lernt man ja nicht mehr so schnell um. Und jetzt, im folgenden Teil des Interviews, geht es sozusagen für die Personal Branding Experten, für die LinkedIn Growth Hacker und Content Creators ans Eingemachte. Wir unterhalten uns über LinkedIn Trends, über Verkaufsstrategien. Ich denke, da kann jeder noch einiges lernen. Viel Vergnügen mit dem dritten Teil unseres Interviews. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, ein kurzes Hallo. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da lieber angespannt zuhört. Aber wie gesagt, Kommentarfunktion einfach Wink, Smiley, Hallo. Und damit zum dritten Teil unseres Interviews. Viel Vergnügen. Wenn man da ja diese Ausbildung oder dieses Training oder dieses Coach-Salting bei dir nicht macht, dir einfach nur zu folgen, liefert unglaublich viel Mehrwert. Ich meine, du bist ja auch, so wie du es auch empfiehlst, quasi auf mehreren Kanälen präsent. Du machst LinkedIn, du machst deinen Podcast, du machst die Live-Videos und so weiter. Aber mir ist halt aufgefallen, also es gibt viele Leute, die haben dann eine Message und die tröten sie alle 2 Wochen auf 5 Kanälen raus. Und bei dir ist das ist immer was anderes, das ist immer was Neues. Wie siehst du das eigentlich? Ich blogge auch schon sehr lange, ich schreibe auch lange Tutorials. Wie viel muss man sozusagen hergeben, um interessant zu werden auch als Personal Brand? Weißt du, was ich meine? Also es gibt unterschiedliche Strategien. Es gibt zum Beispiel eine Strategie von Taki Moore. Und Taki sagt, du kannst immer über das Warum und über das Was sprechen, aus allen Perspektiven, aber das Wie, das ist dann das, wofür dich die Leute bezahlen. Das ist so die erste Methode, die man wählen kann. Die zweite Methode habe ich von Dirk Kräuter gelernt. Er nennt es die Bikini-Methode. Er sagt, er zeigt 85% und die 15%, die verdeckt sind, also nicht, dass Dirk Kräuter Bikinis tragen würde, also was ich meine. Ich stelle mir das gerade vor. Ja, es war eine Metapher. Die 15%, auf die es dann wirklich ankommt, das ist dann etwas, wofür die Kunden zahlen müssen. Also das könnten dann bei ihm ganz bestimmte Closing-Strategien sein oder das ist dann bei mir zum Beispiel auch, wie generiere ich Leads oder wie stelle ich jetzt sicher, dass ich da meine 500, 600 Likes bekomme und 70.000 Views auf meine Posts. Das ist etwas, das teile ich nur mit Kunden, die wirklich dafür bezahlen. Das wäre dann eine weitere Strategie. Eine dritte Strategie kommt von, gib mir eine Sekunde, Russell Brunson. Der sagt, haue bloß nicht dein Original-Content raus, sondern überleg dir, was sind die 20 bis 30 falschen Glaubenssätze von deinen Kunden und breche erstmal diese Glaubenssätze, weil dann machst du sie bereit. Dann bereitest du sie vor auf das, was du eigentlich coachst. Und du, wie sagt man Empower im Deutschen? Da gibt es kein wirklich gutes Wort. In die Lage versetzen, aber dass das trifft, ist nicht das Gleiche. Bekräftigen also du empowerst. Empower, ja.
in Anführungsstrichen, deine Audience. Und dadurch sind sie dankbar, dadurch bildest du eine Beziehung zu ihnen, dadurch treten sie mit dir in Kontakt. Und wenn du sie schon so motiviert hast und so inspiriert hast, mhm, und so ihr Leben verändert hast, was teilst du dann erst mit ihnen, wenn sie dich bezahlen? Also das sind die drei Strategien, die ich alle sehr, sehr gut finde. Ich mische sie miteinander und ich denke, jeder soll für sich entscheiden, welche Strategie da am meisten Sinn macht. Also um in der Metapher zu bleiben, du trägst relativ knappe Bikinis, würde ich mal sagen. Weil es sozusagen, wenn man von den Prozenten ausgeht, ist wirklich wahnsinnig viel sehr, 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 sehr nützliche Informationen dabei. Jetzt muss ich natürlich auch fragen, LinkedIn für dich ganz zentrale Plattform, auch ganz wichtig in deiner Strategie. Was siehst du denn 2019, was siehst du denn 2020 so am Horizont auftreuen? LinkedIn 2020. Also es gibt ja die Gerüchte über LinkedIn Stories. Ich weiß nicht, ob die wahr sind. Das könnte doch mal spannend werden. Ich habe das nachgelesen, auch im offiziellen Blog. Die gibt es nicht offiziell, also die gibt es nicht allgemein, aber sie haben sie für einzelne College Campuses oder University Campuses in Amerika eingeführt, wo das gekoppelt ist, soweit ich das verstanden habe, an die Inskription dort. Und auch nur die Studenten intern auf dem jeweiligen Campus die Stories sehen können. Aber abgesehen davon ein relativ klassisches Story-Format. Also ich habe mal am Blog vor ein paar Monaten drüber geschrieben, dass technisch dürfte das soweit implementiert sein sozusagen. Aber spannend. Okay. Was hältst du von Stories? Also jetzt generell von dem Format? Also ich finde sie unglaublich zeitintensiv. Als Content Creator denke ich mir, jetzt muss ich auch noch irgendwie 8 Stories pro Tag erstellen. So. Mit extra kurz für Durchlaufzeit, genau, ja. Ja, also es ist sehr zeitintensiv, aber ich schaue mir das auf Instagram an. Die meisten meiner Follower schauen sich die Stories an, die flippen nicht mehr durch den Newsfeed. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Stories sind gut, um noch eine engere Beziehung aufzubauen, um so ein bisschen behind the scenes zu zeigen. Sie sind allerdings auch sehr praktisch, weil die Video- oder Tonqualität oder das Fotomaterial muss nicht Hochqualität sein. Das kann wirklich verschwommen und verwackelt und dunkel sein, ist egal, weil es halt raw und uncensored ist. Also aus dieser Perspektive ist es spannend. Keine Ahnung, wie die LinkedIn-Community darauf reagiert, aber testen, ne? Eine der besten Stellen, ich glaube, das kommt ja auch im Kurs vor, wo ich bin niederbrochen, wo du gesagt hast, die LinkedIn-Polizei, oder bist du mal schnell einem LinkedIn-Polizisten begegnet. Die werden garantiert dagegen. Wie siehst du das mit LinkedIn Live? Wird wahrscheinlich auch jetzt demnächst mal available sein für Public, zumindest in den nächsten 1-2 Quartalen, schätze ich. Ja, das ist ganz spannend. Da habe ich mit einigen Leuten gesprochen und da gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, LinkedIn Live wird nicht für alle zugänglich sein. Und ich dachte, was? Wirklich? Mhm. Wie will LinkedIn feststellen, wer den Zugang bekommt, wer nicht? Also das ist für mich so ein bisschen unstimmig. Was LinkedIn auf jeden Fall machen muss, ist oder sollte, dass man das via LinkedIn wirklich machen kann. Weil eigene Infrastruktur, das ist suboptimal, ja. Ja, das momentan ist ein bisschen schwierig. Also du brauchst 2 Geräte und du brauchst eine wahnsinnig schnelle Upload-Speed. Und zumindest hier in den Emiraten ist es so, dass die Download-Speed sehr schnell ist, aber die Upload-Speed der meisten oder wenn du nicht an einem Business-Backbone hängst, ist das der Klassiker. Genau. Und es ist ja auch schwierig. Es gibt ja, zu moderieren ist schwierig. So wie du sagst, mit den 2 Geräten und so, das ist nicht ohne. Ich habe mich das auch gefragt, weil, werden wir sehen, lassen wir uns überraschen. Wie siehst du, so abgesehen von LinkedIn, Content Marketing wird natürlich ein großes Thema bleiben, aber Multikanal wahrscheinlich auch, oder? Im nächsten Jahr. Ich denke auch. Also ich meine, es ist so, es gibt wahnsinnig viele Social Media Plattformen da draußen. Ich glaube, die meisten Menschen haben 1 oder 2 Lieblingsplattformen. Und wenn du wirklich wahnsinnig erfolgreich sein möchtest, dann macht es Sinn, dieses Prinzip von, wie heißt es, Omnipräsenz, das hat der Grant Cardone, glaube ich, erfunden, diesen Begriff Omnipräsenz im Zusammenhang von Social Media, macht es auf jeden Fall Sinn, auf mehreren Kanälen unterwegs zu sein, wenn denn deine Audience auch diese Kanäle besucht. Also sagen wir mal, deine Zielgruppe ist 45, macht es Sinn, sich einen Snapchat-Account zu eröffnen? Der typische Snapchat-User ist eher jung. Dasselbe gilt für TikTok, wobei ich jetzt weder ein Snapchat noch ein TikTok-Experte bin, aber das ist eher eine jüngere Audience. Also ich denke dann immer ressourcensparend, anstatt jetzt noch eine Plattform
noch auf einer Plattform aktiv zu sein, auf der nicht meine Target Audience ist, nutze ich diese Zeit lieber und erstelle dann lieber dreimal am Tag Content auf meiner Hauptplattform, anstatt mich überall auszubreiten. Wenn du überall aktiv sein möchtest, brauchst du ein Team. Ich meine, Gary Vaynerchuk hat wie viele Leute in seinem Team? 7 oder so? Ja, 7 aber Leute, ich glaube, die 7 sind aber nur Content Creation. Genau, also da ist kein persönlicher Assistent und so weiter dabei. Gell? Genau. So. Also dann ist das auch möglich, aber bürg dir das nicht alleine als Einzelperson auf, weil dann musst du irgendwie gefühlte 8 Stunden pro Tag online sein. Hallo Hans-Jörg, hallo Nico, hallo Christian, hallo Martin, hallo Arno, Florian, Anna, hi. Weil einige gefragt haben, ja, es gibt die Folge nachher zum Ansehen, die gibt es bei LinkedIn in der Aufzeichnung. Ich stelle auch nachher immer einen Zusammenschnitt auf YouTube, da werde ich auch das Tonproblem von vorher korrigieren. Ja, Nico hatte hier eine Frage und zwar schreibt er in den Kommentaren, Personal LinkedIn Profile Check macht Sinn. Ja, absolut. Ich biete das übrigens neuerdings, Eigenwerbung galore, auf meiner Homepage auf Datenschmutz auch an, so einen Profile Check. Aber wie verhält es sich, fragt Nico, wenn man primär eine Firma pushen, aufbauen möchte? Gibt es hier grobe Unterschiede oder ein paar Experten-Quick-Tipps? Ja, es gibt in der Tat grobe Unterschiede. Grundsätzlich ist der LinkedIn-Algorithmus, sage ich mal, sehr personenprofilfreundlich. Also unter gleichen Voraussetzungen, sagen wir mal ein Personenprofil mit 500 Kontakten und eine Seite mit 500 Followern, ansonsten gleiche Umstände, gleiche Status-Update, da wird die Person immer eine wesentlich größere Reichweite bekommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, die Reichweite von Seiten zu optimieren. Da gibt es mehrere Strategien. Je nachdem, was man erreichen möchte. Ich denke, für EBUs ist auf jeden Fall das persönliche Profil das Mittel der Wahl. Natürlich sollte man eine Seite anlegen, aus Infrastrukturgründen und auch da, um auch das Logo richtig am Profil unterzubringen. Aber bei mittleren und vor allem größeren Unternehmen sind die Seiten natürlich ein sehr relevantes Kommunikationstool. Da spielt die Hashtag-Strategie eine Rolle, aber vor allem auch, wenn es da wirklich um nicht unbedingt vielleicht um Reichweite, aber darum geht, die richtigen Kunden zu erwischen, dann würde ich Pages auf jeden Fall auch mit laufenden Werbekampagnen kombinieren. Was die Inhalte selber betrifft, spannende Inhalte sind spannende Inhalte. Die Frage ist eben, wie viele Personen bekommen es zu Gesicht? Und da ist ganz klar, wenn es um Firmenbotschaften geht, gewinnen die Unternehmen oder die Pages, die es schaffen, die eigenen Mitarbeiter, die Influencer, die Interessenten, die Fans mit ins Boot zu holen und sozusagen zu aktiven, Postern, Evangelisten, wie der Amerikaner sagt, zu machen. Also sozusagen die Optimierung einer Page, die hängt ganz stark dran, wie man es schafft, die relevanten Personen zu involvieren. Und auf die persönlichen Profile kann man, denke ich, auf gar keinen Fall verzichten. Nico, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich werfe hier noch einen kurzen Blick in die Kommentare. Mittlerweile funktioniert das ja auch, dass man am selben Gerät den Stream sieht. Das ging am Anfang nicht. So, load more comments. Ich glaube, das war es soweit mal mit den Fragen. Also wie gesagt, Stream wird aufgezeichnet. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Interviews mit Dr. Natalia Wichowski. Hier geht es jetzt weniger um Social Selling, um Online-Marketing, sondern um das Thema Work-Life-Balance. Was bedeutet es eigentlich, wenn man selbstständig ist? Wie kann man Outsourcing nutzen? Und nicht zuletzt, wie wollen wir alle überhaupt leben? Und ganz, ganz spannend, Natalias Pläne für die Zukunft. Ja, aber hören Sie sich das an. Und ja, viel Spaß mit dem vierten Teil unseres Interviews. Weil du es jetzt gerade selber angesprochen hast, da musst du so und so viele Stunden am Tag arbeiten, was ich sehr, sehr interessant gefunden habe an dir. Du hast dich ganz bewusst dazu entschlossen, kein Unternehmen zu gründen, keine Mitarbeiter zu nehmen, aber smart outzusourcen, wenn ich das mal so sagen darf. Das geht ja sehr stark in den Lifestyle rein und da sind wir dann auch schon beim Thema Work-Life-Balance und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, das für dich schon eine sehr große Rolle spielt, abseits ist ein blödes Wort, zugleich mit dem beruflichen Erfolg, müsste man eigentlich sagen, oder? Absolut. Also bei mir war es so, als ich dann in diesem Sabbatical war und mir die Frage gestellt habe, was macht mich glücklich, was macht mich erfolgreich, bin ich über ein Konzept gestolpert, das nennt sich Lifestyle Entrepreneur. Das ist etwas, was ich gelernt habe von dem Lewis House. Und Lewis hat gesagt,
stell dir doch erst oder stell für dich fest, wie du leben möchtest. Wie möchtest du aufwachen? Wie sieht dein perfekter Morgen aus? Wie sieht dein perfekter Tag aus? Wie sieht dein perfekter Abend aus? Wie möchtest du leben, dass du keine Ferien von deinem Leben brauchst? Stell dir diese Frage am Anfang, so dass du das weißt. Und dann bastelst du dir einen Beruf, der dir erlaubt, genau diesen Lebensstil zu lieben. Und dann dachte ich mir, wow, das ist so komplett um die Ecke gedacht. So hätte ich nie, ich wäre niemals auf diese Idee gekommen. Aber das hat für mich Sinn gemacht. Und ich habe halt eben festgestellt, ich hasse es, Auto zu fahren. Ich hasse es, im Stau zu stehen. Ich hasse es, im Büro zu arbeiten. Je älter ich werde, desto introvertierter werde ich. Und ich brauche eine Menge Solitude. Also nicht Einsamkeit, aber ich brauche Ruhe. Ja, Ruhe, ja. Stille. Um kreativ zu sein, um auf neue Gedanken zu kommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, also es wird immer ein Homeoffice geben und ich werde maximal 7 Leute für mich arbeiten haben und die werden auch alle so funktionieren, dass sie am liebsten auch von zu Hause aus arbeiten, weil keiner von uns, oder es ist momentan so mit den Freelancern, denen ich arbeite oder die Leute, die irgendwie meinen Podcast schneiden und so weiter, die alle, für die ist es eine Horrorvorstellung, irgendwo hinzufahren und in einem Office zu sitzen. Anstatt also wahnsinnig viel Geld auszugeben für ein Auto und für ein Office und keine Sau will da arbeiten, suche ich mir lieber Leute, die da echt Bock drauf haben, stelle sicher, dass ich durch eine ganz bestimmte Art von Führungsstil bzw. Kommunikation die Accountability herstelle, die Leute auch adäquat bezahle, sie ganz auch kostenfrei coache bzw. ja. von meinem Glitzer, von meiner Energie abgebe und dann passt das auch. Also ich glaube nicht, dass du mit einem kleinen Unternehmen wirklich einen Office brauchst. Ich bin Ich bin seit 17 Jahren selbstständig und habe mein Office, ist ein Raum bei mir in der Wohnung, den ich hergerichtet habe. Genau. Ich hasse es auch, im Büro zu sein. Aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr spannend, was ich da tut momentan, weil du hast ja immer unternehmerisch oder gesellschaftspolitisch gedacht, ist der Unternehmer, der Arbeitsplätze schafft und so weiter. Und das passiert aber jetzt so in Netzwerken. Du bezahlst ja die Leute genauso sozusagen, aber es ist halt für alle Beteiligten eine ungleich angenehmere Situation. Hast du gewusst, dass das Automatic kein Office hat, die Firma hinter WordPress? Was? Kann sein, dass sie jetzt irgendwelche Meetingräume haben, aber die hatten nie ein Office. Das ist so entstanden, die sind verteilt über alle Zeitzonen, koordinieren sich über Teamware. Hammer, oder? Oder? Also ich glaube, es ist mit dem richtigen Mindset, beziehungsweise Leute, die ähnliche Werte und Ziele haben wie du, ist das wirklich möglich. Und es gibt ja mehrere Studien, die sagen, dass bis zum Jahr 2050 in Amerika 50% Leute irgendwie Freelancer sein werden. Also ich glaube, der Trend geht wirklich hin zum Freelancing und Unternehmer werden. Und wenn du das für dich gebacken bekommst, also wenn du dich selbst so managen, / motivieren kannst, dass du wirklich morgens aufstehst und Sachen, die du beginnst, auch beendest, super. Und wenn nicht, dann bringst du dir bei. Und wenn nicht, dann hol dir einen Coach, der in den Arsch tritt. Und wenn nicht, dann grabe tiefer und werd dir darüber im Klaren, dass du nur einmal lebst, zumindest in diesem Körper, auf diesem Planeten, und dass du da das Beste draus machen musst. Also ich meine, wir werden alle irgendwann einmal sterben. Und ich glaube, die größte Angst, die wir alle haben, über die sich keine Sau traut zu sprechen, ist, stell dir vor, du liegst auf deinem Sterbebett und, ich weiß gar nicht, wie war das, dein Ich, was auf dem Sterbebett liegt, trifft das Du, was du hättest werden können, wenn du dein Potenzial ausgeschöpft hättest. Stell dir das mal vor, wie schmerzhaft das ist. Möchtest du das? Niemand möchte das. Machen! Wir leben jetzt doch wirklich in einer Zeit, da brodelt es überall rauf und es gibt Mentaltrainer und Resilienz und Achtsamkeit wird ein Thema, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist es genau im Kern davon und wir haben uns halt großteils in Systemen bewegt, die nicht sehr potenzialentfaltungsfreundlich sind, wenn du nicht an der richtigen Stelle landest. Ja, das trifft es eigentlich ganz genau. Ich habe ein wahnsinnig spannendes Posting von dir gesehen, das ist aus den letzten Tagen, diese Dinge, die du nicht tust, beziehungsweise nicht mehr tust. Du hast vorhin jetzt schon das Auto gefahren, ich muss sie jetzt mal aufmachen. Nummer 11, scrolling mindlessly through social media, why would I do that? Ja, machen fast alle. Und du hast halt sozusagen, ich habe mir immer gedacht, man lebt besser, wenn man antizyklisch lebt. Weißt du, du magst nicht um 8 im Büro sein müssen, das ist eh klar, zur größten Stauzeit und so weiter. Aber so wie du das anlegst, das geht natürlich noch einen Schritt weiter. Wie siehst du deine, ich glaube, bei dir kann man privat und beruflich auch nicht trennen, aber wie siehst du deine Zukunft so geografisch oder
generell längerfristig? Also ich bin jetzt seit 11 Jahren in den Emiraten und ich bin bereit für eine neue Herausforderung. Ich habe mir ein paar Länder angeguckt in Europa und wenn alles glatt läuft, bin ich ab Frühling 2020 wieder in Europa. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Du weißt schon, dass Wien jetzt dreimal hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden ist, oder? Ja, aber Prag ist auch ziemlich cool. Und Prag hat ein ziemlich spannendes Außensteuergesetz. In Prag ist mein absolutes Lieblingsrestaurant in Europa, das Chili Point. Die kochen von Drinks über Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, alles nur mit Chili. Immer eine Sorte des Monats. Wäre für mich fast der Grund, nach Prag zu ziehen. Aber. Okay, ich hoffe, es ist im Dezember da. Nee, also erstens gibt es im Frühjahr nächsten Jahres eine große geografische Veränderung für mich. Einfach auch, weil nicht alle meine Kunden, aber 99% meiner Kunden kommen entweder aus Europa oder aus Nordamerika. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, hier zu sein. Ja. Und es ist so ein bisschen, für mich ist das Leben hier nach wie vor toll und spannend und wie auch immer. Aber das ist so ein bisschen wie... Und wenn du ein Lieblingslied hattest, und das hast du die ganze Zeit immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder gehört. Das ist so ein Drops, der ausgelutscht ist. Ich brauche Veränderung. Ja, ja. Deswegen, das steht so an. Und langfristig möchte ich noch mehr auf die Bühne, aber ich möchte auch mit anderen Programmen oder Ideen auf die Bühne. Also ich möchte langfristig das Personal Branding ein bisschen mehr ersetzen durch Sozialkritik und... Einfach noch mehr Humor und noch mehr Sozialkritik. Das ist das, was ich weiß. Ich würde gerne uns Menschen noch mehr zum Nachdenken und Lachen bringen. Vielleicht werde ich sogar in naher Zukunft Social Media und meinen ersten Beruf komplett durch den Kakao ziehen. Kann auch sein. Mal schauen. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Es ist ein echter Vergnügen, dir zu folgen. Man kann wahnsinnig viel lernen. Und wer dich jetzt live sehen mag, in nächster Gelegenheit ist da eine Gelegenheit, habe ich gehört, in Hamburg bei der Unternehmeroffensive. Die dauert von 19. bis 21. November. Was wirst du dort erzählen? Ich werde das ganze Ding moderieren für 3 Tage. Also es wird super spannend. Ich glaube, ich habe noch nie 3 Tage, nee, 3 Tage habe ich noch nie moderiert. Es wird also für mich auch eine Premiere sein. Da freue ich mich drauf. Ich halte eine Rede zum Thema LinkedIn. Also wie nutze ich LinkedIn als meine Kernmarketing- und Vertriebsplattform? Und es gibt auch sensationelle andere Redner, wie zum Beispiel den Sven Platte oder Hermann Scherer wird auch mit dabei sein und Patrick Baldeck und Sven Lorenz und wie sie nicht alle heißen. Also insgesamt werden wir 16 Speaker sein. Es geht um das Thema Unternehmertum, Erfolg, Unternehmensführung. Was brauchst du, um wirklich erfolgreich zu sein? Und so wie gesagt hast, ist in Hamburg, es gibt noch eine Handvoll Tickets. Das heißt, wenn du noch nicht deine Tickets geholt hast, gebucht hast, dann verlinkst du vielleicht in deinem Video dazu und dann sehe ich dich und wer dabei sein möchte in Hamburg. Ich wäre sehr gern dabei, vor allem Hamburg ist ja immer ein Besuch wert. Im Herbst ist sowieso nirgendwo wahnsinnig sonnig, aber ja, sehr, sehr, sehr charmante Stadt. Liebe Natalia, ich danke dir ganz, ganz herzlich. War super tolles und interessantes Gespräch. Wir bleiben in Kontakt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das mal fortsetzen können und noch mehr, wenn wir uns demnächst mal auch bei einer Veranstaltung über den Weg laufen. Was ja, wenn bei deiner geplanten geografischen Veränderung im Laufe des nächsten Jahres, denke ich, sicher passieren wird. Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Fritschi. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Danke und, dir. Und wir bleiben in Kontakt. Und ich freue mich, dich ganz bald auch persönlich kennenzulernen. Gleichfalls, gleichfalls. Danke dir. Das war Natalia Wichowski, mein erster Gast in der LinkedIn-Show mit Datenschmutz, eine fantastische Gesprächspartnerin. Es werden in den nächsten Wochen und Monaten noch viele folgen. Nächste Woche stellt Martina Haas ihr neues Networking-Buch vor. Ich habe es gelesen, es ist grandios. Und wenn Sie nächsten Donnerstag zusehen, dann können Sie ein Buch gewinnen. Freuen Sie sich also auf die kommende Ausgabe bzw. auf kommende Ausgaben, immer wieder mit Studiogästen und dazwischen natürlich LinkedIn-Hacks, Tipps, Tricks und Best Practices. Wir hatten heute ohnehin eine Sendung in Überlänge sozusagen und deshalb fällt die Rubrik Status Updates der Woche diesmal etwas kürzer aus, beziehungsweise haben wir genau genommen nur
ein Status-Update der Woche, aber das hat es dafür ziemlich in sich. Und zwar, Markus Diewisch hat das gepostet, den Auszug aus einer Pressemitteilung, die LinkedIn heute verschickt hat. LinkedIn erreicht beim Mitgliederwachstum einen weiteren Meilenstein. 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum sind mittlerweile auf der Plattform aktiv. Weltweit sind es 660 Millionen. Parallel dazu erreicht auch die Aktivität auf der Plattform einen neuen Höchststand. Das Engagement im Feed ist im Jahresvergleich um 27% gestiegen. Das ist ein gutes Viertel, sehr, sehr beachtlich. Man sieht hier auch auf dieser Grafik das Wachstum im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, hatten wir im Dezember 2009, vor 10 Jahren also, die erste Million Mitglieder. Im Mai 2014, 5 Jahre später, waren es dann 5 Millionen und im November 2019 sind es 14 Millionen. Das heißt, ich muss wohl meine Folien schleunigst updaten mit den aktuellen Zahlen und auch ein paar frische Zahlen zu Österreich und Deutschland und der Schweiz erheben. Die folgen in Kürze hier in der LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, normalerweise jeden Donnerstag um 16.15 Uhr. Bin aber morgen bei einem Vortrag und deswegen habe ich mir erlaubt, die Show um einen Tag vorzuverlegen. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Spätnachmittag, Abend und eine gute Woche. Denken Sie dran, übermorgen ist wieder Linked Friday. Richie, raus.